Da drüben ist es Fragezeichen. Entdeckt der Welpenhort der Azurschwingen. Projektion von Xenegos. So, Quest beenden. Hier drüben gibt es eine Quest. Töte 12 Verdorrte im Welpenhort der Azurschwingen. Und findet einen trüben Lake-Kristall und holt dann 10 Mana-geschröpfte Welplinge ins Leben zurück. Also, hier ist ein Lake-Kristall. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich den direkt ins Leben zurückholen. Geh mal aus dem Weg hier. Jo. Verdorrter Exilant. Ich glaube, die brauchen wir. Ich sehe es nicht, weil die dicken Drachen hier gerade im Weg sind. Ja, brauchen wir. Also 12 Stück von denen. Verdorrter Mana-Wüter. So, komm, noch ein bisschen länger, noch ein bisschen länger, genau, so muss das sein. 18 Sekunden passt. So, 3 Stück. Da ist noch einer. Was ist das eigentlich? Massenbannung brauchen wir nicht. Bannung ist ja, glaube ich, bei Untoten. So. Ich hole erstmal ein bisschen Lebensenergie zurück. Genau. So. Dann können wir gegen den gehen. Ach, die kommen aber schnell zurück. Das ist aber fein. Ja, genau. Du mich auch. Na komm. Ich habe kein Ziel. 18 Sekunden wieder. Ja, wir brauchen aber noch Drachen. Es bringt uns ja nichts, wenn wir hier die ganze Zeit am Kämpfen sind und dann müssen wir noch Drachen suchen. Die wir dann auch erstmal wieder freikämpfen müssen. Uah. So. Ja. Ich hasse das mit dem roten Rand. So. Ja, wir brauchen eh nur noch 5 von denen. Jetzt. So. Ja, wir kämpfen hier mal ein bisschen mit. Die kriegen auch noch Schaden. Ey. Das ist aber nicht nett. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir erstmal hier. Ich glaube, wir müssen hier hoch, um die Welplinge zu finden. Ah. Immer dieses Hängenbleiben. Ich bin hängen geblieben. So. 10 Stück brauchen wir. Ja, sag ich doch, hier freikämpfen. So, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Naja,
17 Sekunden. Das ist eigentlich eine gute Zeit. So. Gut, dann tun wir hier erstmal... Ja, das ist halt der Nachteil bei so einem schnellen Respawn. Das ist wirklich ein Nachteil bei so einem schnellen Respawn. Alter. So, gucken. Heute ist aber auch wieder eine Menge los. Tötet Runas den Geschmähten. Ich hatte jetzt im Internet gelesen, mit Legion ist die... mit Legion ist die Benutzerzahl hier in World of Warcraft wieder auf über 10 Millionen angestiegen. Das ist... Alter Schwede, das ist schon eine Zahl. Also das Beste war ja irgendwas um die 12 Millionen gewesen. Aber jetzt wieder auf über 10 Millionen, nur durch ein Add-on. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einschlägt, aber es wurden ja genug Testberichte gebracht und die Leute haben Legion einfach nur gelobt. Es ist auch wirklich wieder geil geworden. Bei... Warlords of Draenor war es wirklich so gewesen, da war ich auch kurz davor zu überlegen, ha, spielst du überhaupt noch World of Warcraft? Weil es irgendwann keinen Spaß mehr richtig macht. Aber ich sag ganz ehrlich, zum Glück bin ich dabei geblieben, weil das hier sich auf jeden Fall lohnt. So, wir müssen hier hoch, schätze ich mal. Ja, wir müssen hier hoch und in diese Höhle. Runas Hütte. Och nö. Ich komme nicht vorbei. War ja klar. Runas der Geschmähte, da haben wir ihn doch. Ja, ja, ist gut. Mach weiter. Ja, mach weiter, gib's mir dreckig. So, einmal hier in die Gestalt, dann direkt den hier machen. Was bildet ihr euch ein? Wisst ihr nicht, wer ich bin? Es ist mir scheißegal, wer du bist. Moment, was habt ihr da? Was für eine beeindruckende Waffe. Sie kann bestimmt sehr schmerzhaft sein. Ihr macht mich langsam wütend. Ich bringe euch um. Ich reiße euch das Herz heraus. Ich werde das Mana aus euren Knochen saugen. Naja, ist mir egal. Ich ergebe mich. Bitte vergebt mir, mein Freund. Was? Es tut mir aufrichtig leid. Pure Energie. Sie hat mir den Verstand vernebelt. Ich hoffe, meine Lumpen und meine Verzweiflung sind nicht alles, wonach ihr mich beurteilt. Ich bin kein Ungeheuer. Und ich muss ihn jetzt eskortieren. Ich werde es euch beweisen. Ich bin nicht manasüchtig wie diese elenden Kreaturen. Das werden wir ja gleich sehen. So, ich muss jetzt einen Weg finden, wie ich ihn mit so wenig Kämpfen wie möglich runterbringe. Da ist eine Goss. Ja. Wir gehen einmal brav hier unten die Straße entlang. Damit wir hier auch wieder aus dem Kampf rauskommen. So. Wer ist das?
Ich bin Runas, Sohn von Indaril, vormalig aus Surama. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Nachtsüchtiger, ich traue euch und euresgleichen nicht. Tja. Ich verstehe, ehrwürdiger Drache. Mein Volk hat euer Misstrauen verdient. Lasst mich Wiedergutmachung leisten. Schauen wir mal, ob er drauf eingeht. Ja. So, wir haben hier 15.000 Erfahrungspunkte und hier Schmuckstück. Eure Zauber haben eine Chance, eure Intelligenz für 12 Sekunden um 698 zu erhöhen. Das ist geil. Oder Schultern, die wir aber schon bessere haben. Dann nehmen wir das hier und tauschen es direkt aus. Wo bin ich denn im Kahampf? Hallo. Ist es immer noch der hier? So. Aus dem Kampf. Gut, dann können wir das hier nämlich wegmachen. Hier drüben können wir noch eine Quest abgeben. Quest beenden. Und jetzt kriegen wir bei dem hier unten eine neue Quest. Die Nachtgeborenen sind gestattet, nicht, was Runas zu sein euch scheinen zu begleiten. Wir beide sind ein gutes Team, nicht wahr? Lasst mich wissen, wenn ihr neue Mana-Quellen auftut. Dann auf nach Zarkena, wo ich meine Familie und Freunde wiedersehen werde. Und wir müssen jetzt ihm hinterher. Wo müssen wir denn hin? Naja, so weit ist es. Weil sie euren Drachen verletzt haben. Mana-süchtiges Pack. Nicht wie ich. Ich habe eine eiserne Disziplin. Oh, ein Mana-Kristall. Einen Moment kurz. Oh je. Was bringt euch nach Asuna? Seid ihr nur zu Besuch? Oder? Hört dieses Wesen je auf zu reden? Entschuldigt, edler Drache. Oh, seht nur, wir sind da. Okay. Dann gebe ich jetzt mal die Quest ab. Bonusziel wieder. Tötet Iskanet und Tintrissen. Hat er noch eine? Nö. Und bei ihm hier beschafft vier aufgeladene Mana-Juwelen. Wir bekommen ein Spielzeug und kleiner Lake-Kristall. Die Verdorrten und die Nachtsüchtigen sammeln gerne kleinere Ausgaben hiervon als schnelle Lösung. Ich freue mich auf eine